ExpressVPN ist auf mich zugekommen und hat um ein Review gebeten. Ich bin umgekehrt auf die zugekommen und habe um einen Account gebeten und in dem Video seht ihr jetzt entsprechend das Review. Als erstes habe ich die Geschwindigkeit getestet. Ohne VPN komme ich auf 200 Mbit und sehr gute Latenzen. Und mit VPN, mit einem Server in Frankreich, komme ich immer noch auf ungefähr 165 Mbit. Und an der Latenz hat sich kaum was verändert. Das kann man perfekt noch für Online-Spiele oder Voice-over-IP benutzen. Da wird man kaum etwas merken. Warum die Geschwindigkeit so einbricht, da kommen wir später noch dazu. Jetzt erstmal die Verbindung in die Niederlande. Da war die Geschwindigkeit etwas besser, die Latenz minimal schlechter. Aber beides, wie ich finde, noch im grünen Bereich. Ich habe ja schon andere VPN-Anbieter getestet und da war die Geschwindigkeit höher. Jetzt ist sie hier niedriger. Was heißt das? Naja, die Verschlüsselung an sich, die braucht ja auch Bandbreite. Und diese Bandbreite muss man eben abziehen von der, die mir dann einen HTTP-Speed-Test am Ende gibt. Wenn ich nämlich mal während des Speed-Tests auf meine Fritzbox geschaut habe, dann sehe ich, dass die 200 Mbit-Leitung voll ausgelastet war, sowohl im Upload auch als im Downstream. Das heißt, die Differenz zwischen den 200 Mbit und den 177 zum Beispiel, die ich jetzt auf dem holländischen Server hatte, die erklärt sich einfach durch die Verschlüsselung und der Server von ExpressVPN, der erreicht ziemlich gut die 200 Mbit. Kommen wir zu den Funktionen. Was mir immer ganz wichtig ist, dass man restriktive Firewalls umgehen kann. Das geht mit SSTP, das ist quasi ein SSL, VPN und auf Port 443, da kommt man dann durch die meisten Firewalls durch. Dann gibt es noch PPTP, das ist ein sehr unsicherer Standard, der unterstützt wird, ist aber auch so in der Software vermerkt, dass man den nicht nutzen soll, wenn man nicht eine spezielle Anforderung hat. So, OpenVPN, das ist mein Liebling, der wird auch unterstützt, TCP und UDP. L2TP wird ebenfalls unterstützt, Split-Tunneling wird unterstützt, da kann ich einzelne Anwendungen dann aus dem VPN rausnehmen und es gibt 148 Standorte in 94 Ländern. Kommen wir zur Sicherheit. Ja, OpenVPN habe ich ja schon gesagt, da werden hohe Verschlüsselungsstandards angewendet. Es gibt einen IP-Leak-Schutz, sowohl WebRTC, DNS, also ich habe keinen IP-Leak gehabt. Firewall-Bypass, wie ich es ja schon beschrieben habe, mit SSTP. Es gibt einen Network-Lock, allerdings funktioniert er nicht, wenn ich die Verbindung manuell trenne. Das stört mich ehrlich gesagt ein bisschen. Das geht schöner, denn wenn ich zum Beispiel einen Torrent im Hintergrund laufen habe, dann möchte ich ja vielleicht mal einen Server zwischendrin wechseln und möchte dann keine Gefahr haben, dass dann meine IP mal für diese 30 Sekunden vielleicht, die ich brauche, um den Server zu wechseln, dass die dann im Internet auftaucht. Da wäre es schön gewesen, wenn dieser Network-Lock einfach einen extra Button hätte, so wie es bei AirVPN ist, und der einfach aktiv bleibt während des manuellen Serverwechselns. Also der Network-Lock ist nur in dem Moment aktiv, wo auch die Verbindung aufgebaut ist, und der würde quasi nur davor schützen, wenn sie versehentlich mal irgendwie, das heißt versehentlich, wenn es ein technisches Problem gibt und die Verbindung abbricht oder sowas, dann wird der Network-Lock greifen. Kein IP-Logging, das sagen sie zumindest offiziell, das kann man ja immer leider nicht überprüfen. Kommen wir zum Support. Ja, es gibt eine große Knowledge-Base, die ziemlich transparent ist und wie ich finde, zeigt es auch, dass die Macher hinter ExpressVPN oder die Macherinnen, wer weiß, eine hohe Expertise haben. Das schlägt sich auch in dem Punkt nieder, dass zum Beispiel vor PPTP gewarnt wird. Dann hatte ich vorhin gesagt, dass es sehr viele Standorte gibt und da gibt es auch einen Knowledge-Base-Artikel. Es gibt nämlich sogenannte Virtual Server Locations, das heißt, der Server steht nicht wirklich in dem Land, sondern man surft nur mit der IP-Adresse. Das ist zum Beispiel bei der Türkei der Fall, wenn ich mich jetzt recht erinnere. Das wird aber sehr transparent in der Knowledge Base beschrieben, habe ich hier einen Screenshot hingemacht. ExpressVPN nutzt dann einfach die IP aus der Türkei, aber man surft zum Beispiel über einen holländischen Server. Also bei Türkei weiß ich es nicht genau, aber da steht in der Liste auf jeden Fall in diesem Knowledge Base Artikel drin, wo der Server tatsächlich steht. Das ist super gut, weil man hat nämlich da den Vorteil, man kann mit einer türkischen IP surfen. Den Server, den man besucht, der denkt, man kommt aus der Türkei. Aber man hat alle Vorteile, die man außerhalb der Türkei hat, weil die Türkei ja ziemlich hart zensiert und dieser Zensur ist man dann halt eben nicht unterworfen. Das ist, wie gesagt, nochmal ausführlicher dort beschrieben. Ja, kommen wir zu den Preisen. Die sind ziemlich hoch, aber man bekommt ja auch offensichtlich ziemlich viel geboten. Ja, wenn man 12 Monate abschließt, dann zahlt man 6,95 im Monat. Ich habe jetzt einfach die aktuellen Währungskurse Dollar-Euro mal dazu geschrieben. Ein Monat allein kostet 10,82 €. Das ist schon ziemlich happig. Aber ich finde, man bekommt auch ordentlich was geboten. Ob einem das dann am Ende wert ist, muss natürlich jeder selber von euch entscheiden. Kommen wir zum Fazit. Ja, ihr werdet es gemerkt haben, ich fand den relativ gut, den Anbieter. Ihr werdet aber nochmal
ein detaillierteres Review mit einem Wertungskasten auf meinem Blog finden. Link habe ich euch natürlich eingeblendet und steht auch in der Videobeschreibung.